This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. Abends durchgefroren, Honcho Poncho. Und? Cool? Oder warm? Oh, super. Kommt gleich die Wärme rein hier. Super. Das Feuer ist aber auch gleich auf Volldampf. Hallo, herzlich willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Ja, kurzes vor dem Ansitz-Review. Ich habe mal wieder kurz... wie fangen wir da mal an? Das Ding habe ich schon eine geraume Weile hier rumliegen und benutze es reichlich. Wir waren damit in Schweden im Urlaub im Sommer auf einer Sommertour mit dem Kanu und wir hatten einfach ein irres Ausrüstungsteil bekommen, was reißend in der Familie. Jeder wollte den abends mal eben haben, weil wir waren mit dem Kanu unterwegs und es war immer windig. Und abends nach Feierabend, wenn man gegessen hatte, man saß noch mal eben am Wasser und dann wurde das auch mal frisch. Und das Ding, was wir mit hatten, ist der Honcho Poncho von Thumarest. Ich wollte euch dieses Teil mal eben zeigen, weil das ist einfach nur genial. Der ist... Der vereint so vieles, was kann man da alles, man kann da so viel mitmachen und das ist so ein Zusatzding, der ist jetzt in dem normalen Känguru-Beutel vorne drinnen und den kann man schön noch komprimieren, noch viel kleiner machen und in seinem Rucksack mit reintun, in seinem Jagdrucksack oder sonst wo. Und ich habe den auch immer jetzt im Auto mit für die Jagd, weil irgendwie, wenn es mal richtig kalt wird oder so, man hat immer so ein Backup dabei. Auch gerade für die Auslandsjagd ist das eine rattengeile Empfehlung. Den packt ihr euch einfach in den Rucksack mit rein, in euren Tagesrucksack für die Jagd, wenn ihr so in Schweden oder was auf Elchjagd oder weiß der Geier was macht. Da habt ihr ein ganz leichtes Stück Ausrüstung, was ziemlich warm ist und der Vogel ist wasserdicht. Also es ist ein Art Primaloft Poncho Liner. Also es ist ein Poncho Liner, sagt man. Aber eigentlich ist es ein eigenständiger Wärmeponcho und Decke und alles Mögliche in einem mit einer tollen Kapuze und macht wirklich für alles Mögliche
ist da immer nicht nur kein Behelf, das ist eigentlich schon immer vollkommen ausreichend. Im Sommer auf Tour braucht man nur diesen Honcho-Poncho und hat eine wunderbare Decke, man hat abends einen Überwurf, man spart sich manchmal die Jacke, den Mantel oder sonst was. Ich ziehe den mal über. Hier an den Seiten kann man ihn wie normale Ponchos einfach zuknöpfen und hat dann so ein bisschen, das kann man hier mit mehrfach Knöpfung zumachen. Den gibt es in grün und in so einem komischen Blau, was mir nicht so gefällt, aber gerade für die Jagd hier ist das ein ziemlich geiles Teil. Du hast einfach, der ist ein bisschen raschelig, natürlich, aber wenn es dann so kalt ist oder nass oder sonst was, und es plätschert oder weiß der Geier was und du sitzt auf deinem Ansitz, dann kannst du den auch ruhig überziehen, weil das Wild hört das sowieso nicht, wenn das so doll plätschert und du leise auf deinem Ansitz ein bisschen die hochnimmst. Aber auch so als Backup eben, wenn es mal richtig kühl ist, das Ding drüber, einfach rattengeil. Jeder im Urlaub immer so, kann ich heute den Honcho-Poncho haben? Und dann ging das immer so reihrund. Alle haben ihn benutzt, alle haben ihn mal eben in der Hängematte liegend den Honcho-Poncho drüber. Einfach als Decke. Ja, Verbesserungsvorschlag wäre für mich eindeutig noch anstelle des der Druckknöpfe wäre hier definitiv eine Reißverschlussleiste, die man von unten hochziehen kann und das auch von da unten, dann kann man das nämlich zu einem Schlafsack umformen. Einen kleinen Tick breiter, einen kleinen Tick länger und man könnte das auch noch wunderbar als tollen Sommerschlafsack benutzen. Dann hätte das Ding so viel Multi-Use, dass man wirklich auf vieles an Ausrüstung verzichten könnte. Ja, den einfach im Rucksack für die Jagd, finde ich, ist eine tolle Ansage. Früher hatte ich immer meinen Wetterfleck mit aus Loden, aber das Ding ist eben auch bleischwer und wenn der einmal nass ist, braucht der Tage, bis der trocken ist, der Lodenstoff. Und das hast du hierbei nicht. Das ist einfach eine Art wie Primaloft. Das ist außen Nylon und diese Loftschicht innen ist wasserdicht. So habt ihr einen gefütterten Poncho und könntet also das auch ganz gut was abwettern mit. Ja, was gibt's noch? Hier habt ihr die Känguru-Tasche. Das ist gleichzeitig der Verstaubeutel für den Honcho-Poncho. Und ihr habt hier noch was, eben einen Muff, wo ihr euch die Hände wärmen könnt. Also ich bin ziemlich begeistert von dem Ding. Der geht nicht weg, der bleibt bei uns. Der wird immer wieder benutzt. Der bleibt jetzt auch im Jagdwagen drin. So hat man dann immer mal eine Decke, um sich irgendwie noch aufzuwärmen oder irgendwas damit zu machen. Ja, die Kapuze schließt auch richtig gut. Du hast hier mit Tankerverschlüssen, kannst das Ding richtig schön zumachen. Und ja, das ist im Sitzen ist er auch lang genug, um weit über die bis zu den Knöcheln runter zu gehen. Und das ist, finde ich, eine gute Ansage für so ein Gerät. Sie erstmal im Aufpulen, damit ich die Birne da wieder rauskriege. Innen drin ist so ein helles graues, so ein Taffeta-Nylon, sehr weicher Stoff. Ja, guckt es euch mal an. Ich baller mal unten bei YouTube einen Link rein. Ich habe noch ein paar Bilder vom Urlaub, wo wir damit sitzen. Das werde ich auch mit so ein bisschen ranfügen, dann könnt ihr da mal sehen. Also Daumen hoch, Honcho-Poncho, Verbesserungsvorschlag, Seitenreißverschlüsse und Untenreißverschlüsse so gegenläufig gearbeitet, dass man das Ding zu einem Schlafsack umformen kann und dazu noch ungefähr so 10 cm mehr Breite, mehr Länge. So hat man dann viel mehr Variationsmöglichkeiten und macht aus diesem Ding die eierlegende Wollmilchsau, die richtige eierlegende Wollmilchsau, wobei es schon eine hammerharte eierlegende Wollmilchsau ist. Jo, ich werde mich jetzt auf meinen Ansitz hocken, werde versuchen, noch ein Reh zu schießen und
wünsche euch in diesem Sinne einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Schauen. Bis denn, euer Jackknife. This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon.